Okay. Okay. Wow. Nächster Parsec. Es geht wieder los. Wir sehen Parsec bis heute ganz klarer Italien-Slayer gewesen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, so schnell. Das ging erstaunlich schnell. Ich glaube, ja, tatsächlich ein Spieler, Parsec ein Spieler, der schnell ist. Aber beide sind ja so schnell. Ein sogenannter schneller Spieler. Ein Spieler, der schnell ist. Da geht es wirklich ein bisschen ab. Ihr müsst mir mal ein bisschen die Schwierigkeiten bei dem Fox-Falco-Battle erklären, weil für mich kommen die mir beide sehr schnell vor. Ja. Tatsächlich ist das auch alles davon. Keine Ahnung. Man muss einfach Tasten drücken. Nein, also man so muss. Mir dieses Spiel generell vor. Man muss generell stark zuschlagen. Mhm. Aber also das Ding ist so, Fox hat zum Beispiel die Möglichkeit, erstmal gute Kombos zu machen. Aber auch, wenn Falco offstage ist, wird es für ihn relativ leicht, halt eben dann in einem schlechten Moment halt einfach mal schnell so einen kleinen Schein zu machen und dann. Und dann ist vorbei, ne? Beide haben diese Feuerfähigkeit, ne? Beide haben die Feuerfähigkeit. Beide haben die gleiche Recovery. Meinst du den Laser oder meinst du die Abwehr? Nee, der Laser ist doch kein Feuer. Ich meine, der Laser ist offensichtlich ein Plasma. Laser ist Plasma. Feuer, gebündeltes Licht. Das ist nicht was Feuer ist. Das ist was Feuer ist. So habe ich es Das sagt man nicht beim Chemiker. Sicher, dass das nicht. Dann ist wahrscheinlich die Abwehr. Die Abwehr, also wie sie. Plasma ist ein Aggregat. Tatsächlich sind Licht und Energie zwei in der Chemie sehr gegensätzliche Sachen. Aber Licht ist Teilchen und Welle, ja. Was? Also ja, aber. Einfach so. Ach so, okay. Aus genannten Gründen. Oh! Oh! Okay. Oh, das ist noch nicht vorbei, Genau, aber Falco kann halt auch sehr gut kombon. Und beide können sehr gut kommen. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen nasty. Das kann man kennen. Das war ein bisschen schade. Er ist bekloppt gegangen. Er ist gerade ein klein bisschen bekloppt gegangen. Auch dieses Matchup hatten wir sehr oft bei Arcadia. Das Matchup hat man eh sehr oft. Ja. Weil die Dänen sehr viel Falco gespielt haben. Und jetzt haben wir Italiener gespielt auch sehr viel Falco. Tatsächlich gibt es hier einen Zusammenhang, den ich nicht zu laut aussprechen möchte. Dann sag ihn am besten. Nein, das sind. Schitterländer. Wow. Wow. Ich würde sagen, also okay, um es jetzt diplomatisch zu sagen. Das sind beides Länder, die in Smash nicht so super, super stark sind. Und ich glaube, dass wenn du so als Falco-Spieler, wenn du als Falco-Spieler ganz gut bist, dann machst du dich extrem gut im Vergleich zu vielen anderen Charakteren. Hast du gehört? Also, nice. Also Charaktere. Nice. Es gibt ja, Charaktere sind bei verschiedenen Skill-Levels verschieden schwer so. Ja. Im Prinzip. Also, natürlich kann das, ne, hängt alles immer noch von den Spielern selbst ab. Aber tendenziell deswegen ist habt ihr alle gesagt, ich soll Marv spielen, weil wenn man sehr nichts kann, ist Marv. Genau, zum Beispiel. Der wird dann irgendwann ein bisschen schwerer. Ja. Und Falco sein, ich glaube, wenn du so okay gut bist und andere Leute auch okay gut sind, dann kann man super leicht andere downshutten. So. Ja. Das haben wir genau bei Arcadia mit Synchron gesehen. Ja. Das haben wir auch gerade mit Geldjunge gesehen. Das ist so ein, du machst einen sehr guten Start als Falco, würde ich sagen. Aber es ist viel schwerer, dann halt richtig abzuheben. Ja. Weil du dann halt. Aber man muss auch dazu sagen, du hast Falcos. Auf ja, aber das ist auch ein Teil des Grundes davon. Weil ich halt auch als Schitter sehr lange gegen Falcos verloren habe. Ich dachte, das ist ein Teil des Grundes, warum du sie jetzt slenderst. Weil ja, weil sie tatsächlich jetzt, weil sie Shit sind und ich sie ficke dafür. Es ist alles dasselbe Ding. Nee, aber Stevo muss zurückkommen, damit Konzi sein Maul hält. Stevo ist zurückgekommen bei der einen Party, bei der Junggesellenabend von da, Arthur. Und da hast du ihn gefangen. Und da habe ich ihn so zerschissen. Er war sehr sauer. Oh! Da habe ich tatsächlich alle außer dich zerschissen an dem Tag. Ich hab jeden gefangen außer dich. Ja. Die letzten Stocks von Parsec war jetzt immer, er schmeißt sich hinterher. Ja klar, weil er kann. Das hat ja Geldjunge auch versucht. Weil Falco bei seine Feuerattacke ein bisschen kürzer ist. Ja. Hast du weniger so Möglichkeiten zu recovern und dann kann halt Fox sehr viel leichter einmal rausgehen, einfach zu gucken. Und eben, wenn es sein letztes Leben ist, dann ist es egal, ob du es überlebst. Das heißt, du kannst einfach rausspringen und dann halt einen Suicide-Kill machen. Ja. Oh no. Hier auch. Und bei der Unterschied auch zwischen Fox und Falco bei der Abi, also oben B, ist halt das. Ja, bei der Abi. Dass bei Falco man keinen Schaden bekommt. Falcos Flammen sind nicht echt. Und bei Falco. Ist gar kein Feuer. Nee, doch, die werden aber echt. Die werden echt, aber nur so wenn der. Wie ein Laser, wo es auch kein echtes Feuer ist. Bei Fox ist der Laser kein echtes Feuer. Und bei Fox gibt's ein paar Frames, wo man auch keinen Schaden bekommt. Okay.
Okay. Ja. Aber also wenn die Rakete fliegt, dann macht sie Schaden. Aber wenn er so steht und brennt, dann ist das nur so Scheinfeuer bei Falco. Ah. Ja. Bei Fox ist es ganz kurz echtes Feuer. Bei Fox ist mit den Lasern andersrum. Falcos Laser haben Stun, aber Foxes Laser ist nicht auf Stun gesetzt. Okay. Die sind auf Kill gesetzt. Die sind auf Kill. Die sind auch nur auf Damage gesetzt. Fox Laser machen nur Damage und keinen Knockdown. Ja, der heißt. Die sind da. Und schnell. Und schnell. Unheiß. Unheiß. In dem Sinne sind sie wie die Vogelspinne. Hey, Jesus Fahrer ist auch da. Hey. Hallo. Er ist schon ganz Zeit da. Ja, ich hatte... Ich trinke ein Sterni, wie dieses Emote vom Hunden. Richtig, aber das Ding ist, er hatte Wahnsinn. Vorhin... Er war vorhin auch schon da, habe ich als du den dreifachen Prenzlberger gemacht. Und da hat er gesagt, das ist der dreifache Prenzlberger, oder? Ich glaube nicht. Drei Matches gewinnen, das sind drei. Hat er nicht gesagt. Und wir, oh, ist das Liegestütze? Wir schauen ihn vielleicht auf 10 Liegestütze. Die Italiener werden zu Kraftsport verdonnert. Ich habe das gehört und Ich habe für jedes VH-Code der Sterne in die Kamera gehalten. Okay, sehr gut. Ich hoffe, er hat es gesehen. Ich hoffe, tatsächlich ist es 8 Minuten her, dass er geschrieben hat, dann vielleicht ist er weg. Schwimmen die hier nach Berlin zugesucht. Sind überhaupt noch Leute zu? 44 Leute. Hey, der steht da? Man sieht es nicht, weil diese Anzeige drüber ist, aber ich sehe es hier. Ah, okay. Hat er getippt, hat er gehört und hat er gesehen? Nämlich. Hat er getippt, hat er gehört, hat er gesehen. Und wir haben bislang, glaube ich, keine Frame-Einbrüche mit Netzwerk. Das ist so geil. Oh, okay, das heißt, ist einfach unser neuer WLAN-Adapter ist sehr gut. Nee, wir haben kein WLAN, sondern WLAN. Was ist WLAN? Das Internet geht durch ein Stromnetz. Ah. Das ist so crazy. Okay, Dennis, was nicht geht? Ja.